Ja, Leute, es ist mal wieder soweit. Es gibt mal wieder was auf die Augen. Naja, auf die Augen gibt es hier sowieso was, denn das Ganze guckt ihr euch ja an. Aber die Kamera guckt uns auch an hier. Wir haben heute mal wieder eine IP-Kamera und zwar heute vom deutschen Hersteller Insta, das Modell IN8015. Dabei handelt es sich um eine Full-HD-Innenkamera und zwar eine solche, die wir schwenken und neigen können. Das können wir schon an der Bauart eigentlich erkennen. Mit Full-HD-Auflösung 1080p, wie gesagt. Und das gute Stück kann natürlich im WLAN betrieben werden, aber hat auch einen klassischen LAN-Anschluss für die Leute, die Verbindung etwas stabiler mögen wie ich. Läuft natürlich mit Unterstützung entsprechender Apps und Software auf sämtlichen gängigen Computer- und Mobilplattformen und hat folgende Features: ein Mikrofon, ein Lautsprecher, WLAN, sagte ich schon, kann auf Micro-SD-Karte aufzeichnen, hat einen Infrarot-Bewegungssensor, der also mit Wärme arbeitet, kann aber zusätzlich auch eine Software-Bewegungserkennung einschalten. Wir können uns natürlich benachrichtigen lassen bei Bewegungserkennung, H264, Full-HD-Kompression und das Ganze über eine gesicherte HTTPS-Verbindung. Kann natürlich mit der entsprechenden App, wir sehen es hier schon, blitzschnell auf dem Handy eingerichtet werden durch das Scannen eines QR-Codes, wenn ich das hier auf die Schnelle richtig sehe. Es gibt einen eingebauten Dynamic DNS Service und alternativ unterstützt die Kamera aber auch die Peer-to-Peer-Technologie. Das heißt, wir brauchen an unserem Router im Grunde genommen nichts weiter zu konfigurieren, nichts weiter zu öffnen und können die Kamera trotzdem von außerhalb unseres Netzwerks erreichen. WPS-Funktion für die schnelle Ein-Tasten-Verbindung zu unserem Netzwerk gibt es natürlich auch und die vollständige Einrichtung gibt es natürlich gleich auch auf meinem Kanal. Auf der Seite seht ihr noch ein paar weitere ausführliche Features, die ich euch im Grunde gerade zum Teil schon erklärt habe. Es gibt, das haben wir wirklich selten heutzutage, auch noch eine auf HTML5 sogar basierende moderne Web-Oberfläche, die wir im Browser vom PC verwenden können. Das ist wirklich schön, denn viele heutige IP-Kameras, gerade die der China-Hersteller, die können wirklich rein über die Mobil-Apps benutzt werden. Das Ganze auch wirklich mit hochwertiger optischer Technik hier, einem Wide Dynamic Range Sensor von Panasonic, 4,3 mm Weitwinkelobjektiv. Nachtsicht ist natürlich dabei und wir haben auch, um das Ganze hier in erweiterte Alarmschaltungen, zum Beispiel mit Bewegungsmeldern, Lichtanlagen und sowas zu integrieren, den obligatorischen Alarm-Input- und Output-Anschluss, können wir hier auf der Abbildung schon sehen. Und natürlich gibt es auch eine Wandhalterung. Ich würde sagen, ich habe jetzt wirklich mit dem Mund fusselig genug geredet. Wir können hier endlich mal reinschauen. Da haben wir hier oben zuallererst mal ein bisschen Papierkram. Auch der ist noch einfoliert. Das ist die Bedienungsanleitung für die IN8015 auf Deutsch und Englisch. Da sehen wir erstmal das Inhaltsverzeichnis, die Produktmerkmale nochmal ganz ausführlich hier beschrieben. Es ist wirklich schön und verständlich gemacht, vor allen Dingen auch auf verständlichem Hochdeutsch. Das wurde nicht irgendwie maschinell übersetzt. Hier haben wir dann die Bestandteile der Kamera nummeriert. Könnt ihr euch ja anhalten, wenn ihr euch davon was im Detail anschauen wollt. Die Installation, die können wir über verschiedene Wege ausführen, zum Beispiel über install.insta.de oder natürlich über die entsprechende Android- oder iOS-App. Ansonsten ja, haben wir hier noch ein paar Informationen zum Zurücksetzen, zur Objektiveinstellung, zu weiterführenden Anleitungen und natürlich auch zu der Insta-Cloud, in der wir unsere Aufnahmen, unsere Alarmaufzeichnungen zum Beispiel speichern können. Dazu komme ich gleich noch. Hier nochmal ausführliche technische Daten, auch die dürft ihr euch natürlich gerne anhalten. Dann kommen noch ein paar rechtliche und Standardhinweise. Und dann komme ich nochmal eben zur Insta-Cloud. Da hat mir Insta, welche mir diese Kamera übrigens freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, unentgeltlich, aber auch ohne Bezahlung für mich. Deswegen gibt es hier ein unverfälschtes Review. Die haben mir hier einen 10 GB Gutschein noch mitgeschickt. Das entspricht ein Jahr Kameraaufnahmen, das stand irgendwo. Die 10 GB beziehen sich auf einen Zeitraum von einem Jahr. Sie können den Cloud-Speicher für ein Jahr freischalten bzw. diesen um ein Jahr mit diesem Gutscheincode hier verlängern. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Wir können die Aufnahmen natürlich auch lokal, wie gesagt, auf der Micro-SD-Karte abspeichern, bis zu 128 GB groß. Aber alternativ haben wir auch die Insta-Cloud. Hier haben wir erstmal ein Cat6, ein Gigabit-taugliches Flachband-Netzwerkkabel mit zwei weißen Steckern. Geschätzte Länge, naja, ich will mich jetzt nicht vertun, 5 Meter dürften es vielleicht sein. Dann haben wir hier das Stromanschlusskabel wahrscheinlich, genau, auch das hat eine ordentliche Länge. Ist aber, wie wir schon sehen, kein Micro-USB-Anschluss auf der anderen Seite, sondern ein ja, mehr oder weniger proprietärer kleiner Klinkenstecker hier. USB-A-Anschluss auf der anderen Seite für das USB-Netzteil, welches wir hier nämlich haben. Schauen wir mal eben, was das für einen Saft liefert. 5 Volt natürlich auf der USB-Leitung und 2 Ampere. Das ist auf jeden Fall schon eine Ansage. Das heißt,
Da können wir die ja, ganz standardmäßigen 1,5 Ampere Stromversorgungsnetzteile eher nicht mitverwenden. Sollten wir das Originalnetzteil verwenden oder eine entsprechende starke USB-Versorgung. Hier haben wir eine mattweiße Wand bzw. Deckenhalterung. Die Seite hier mit zwei Schrauben und Dübeln, die wahrscheinlich auch noch dabei liegen. Ja, ich sehe sie schon da unten an eine Wand oder eine Decke montiert. Dann hier den entsprechenden Winkel eingestellt, festgezurrt und die Kamera mit der Schraube, die sich gerade schon vom Acker machen wollte, hier von unten mit einem ganz normalen Kamerastativ hier festgedreht. Das sieht auf jeden Fall vielversprechend und stabil aus. Schauen wir uns nachher alles in der Praxis an, auch die Wandmontage. Das hier ist der kleine Objektivjustierungsring, das habe ich gerade schon in der Anleitung entdeckt. Damit können wir das Objektiv manuell feinjustieren, für den Fokus wahrscheinlich. Auch das schauen wir uns später an. Das dürfte eine Wandschablone, eine Anbohrschablone sein. Genau, das passt hier aufeinander auf die Löcher für die entsprechende Wandhalterung. Dann haben wir die gerade schon versprochenen drei Dübel sogar und zwei Schrauben. Ein Dübel gibt es gratis von Insta. Und wir haben hier unten noch die WLAN-Antenne natürlich. Auch die ist separat vorhanden. Ein Standard-WLAN-Antennen-Schraubanschluss. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Die werden wir auch gleich anmontieren. Und was wir hier auch noch haben, ist eine kleine mysteriöse Kappe. Ich weiß gerade nicht, wofür sie ist. Vielleicht für den Deckel hier, die Spitze der WLAN-Antenne. Würde zumindest passen. Naja, werden wir gleich herausfinden. Gegebenenfalls nochmal die Anleitung befragen. Jetzt schauen wir uns erstmal das Kernstück des Ganzen an. Mehr ist nämlich im Karton nicht drin. Die Insta IN 8015. Wirklich ein sehr interessantes futuristisches Design. Wirkt wirklich schon fast wie so ein kleiner Roboter, der mit einem interagieren kann hier und einem assistieren kann. Naja, kann er wahrscheinlich nicht. Aber zumindest kann sie die Umgebung für uns überwachen. Mit dem 4,5 mm Objektiv mit Nachtsicht. Hier oben haben wir den Tageslichtsensor wahrscheinlich in der Mitte. Und das hier unten ist der Infrarotbewegungssensor, der wie gesagt auf Wärme reagiert. So können Fehlalarme, zum Beispiel durch sich im Wind bewegende Blätter oder andere Dinge, vermieden werden. Schwenkmechanismus sehen wir ansatzweise schon mal hier. Sollten wir jetzt mit der Hand nicht zu sehr forcieren. Das können wir nämlich später fernsteuern. Das hier wäre der Neigemechanismus oder was umgekehrt, schwenken, neigen. Nein, das hier ist die Neigefunktion. Das geht auch ja, fast bis ganz nach oben. Sieht ordentlich aus. Insta-Aufschrift vorne drauf. Generell schwarz-weißes Design. Das gefällt mir sehr schön, auch mit dem matt-weißen Kunststoff. Und auf der Rückseite dann ja, zum technischen Aspekt. Auf der linken Seite haben wir den Anschluss für externe Lautsprecher, wenn ich das richtig sehe. Denn wir können natürlich auch zur Kamera sprechen mit der Zwei-Wege-Audio-Funktion. Das können wir dann hier offensichtlich noch über einen externen Lautsprecher ausgeben lassen. Daneben haben wir den verkabelten Netzwerkanschluss. Hier den Anschluss für die WLAN-Antenne, die ich gleich noch aufmontieren werde. Das darunter wahrscheinlich eine kleine Status-LED. Da steht nämlich auch Status. Hier den Alarm-Ein- und Ausgang zum Koppeln, wie gesagt, mit Lichtanlagen, Bewegungsmeldern oder weiteren Alarmgeräten. Ein WPS- und Reset-Taster und den Eingang für das gerade gezeigte Klinkenkabel hier mit dem USB-Anschluss. Wie gesagt, macht einen sehr schönen Eindruck. Auf der Unterseite vier Rutschstopperfüße, zwei Wandanbringungen nochmal, wenn wir die direkt an zwei Nägel oder Schrauben in der Wand hängen wollen. Und in der Mitte das Kamerastativ. Damit können wir die nicht nur auf die Wandhalterung setzen, sondern ja im Endeffekt, wie gesagt, auf jedes Kamerastativ. Was ich jetzt noch eben tun werde, ist die WLAN-Antenne hier zu montieren. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zur Ersteinrichtung weiter, denn viel mehr gibt es eigentlich ansonsten nicht zu erzählen. Es sollte erstmal nur das Unboxing und der Ersteindruck hier sein. Deswegen gehe ich jetzt mal zur Inbetriebnahme hier über. Vorher stellen wir noch das Objektiv hier in die Voreinstellung ein. Das machen wir, wie gesagt, mit diesem Ring. Den zeige ich euch ja gerade schon. Beziehungsweise, ja, kann ich das jetzt gar nicht. Ich zeige es euch gerade nur. Das können wir gleich erst wirklich sinnvoll machen, wenn wir auch das Live-Bild sehen. Damit können wir dann nämlich die Tiefenschärfe hier, den Fokus manuell richtig schön einstellen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal zur Inbetriebnahme hier über. Das erledigen wir ganz einfach mit dem Anschluss des Stromkabels natürlich. Und in meinem Fall schließe ich auch noch ein LAN-Kabel an, welches auf der anderen Seite mit meinem Router verbunden ist. Jetzt macht die Kamera erstmal hier ihre erste Ehrenrunde. Das haben alle Schwenkkameras so an sich, dass sie nach der Stromversorgung erstmal eine kleine Runde drehen. Und ja, laut der Bedienungsanleitung sollen wir nach der Verkabelung der Kamera auf die Webseite install.insta.de gehen. Dort erwartet uns dann wahrscheinlich ein Einrichtungsassistent, der unsere Kamera von außen über irgendeinen externen Insta-Dienst finden und einrichten kann. Das ist sicherlich hilfreich und gerade für Casual-User, die sich nicht ganz so gut auskennen, ganz nett.
Allerdings habe ich in meinem Fall jetzt direkt mal in der Konfiguration meines Routers nachgesehen, in dem Fall von meiner Fritzbox. Und dort habe ich auch schon die lokale IP-Adresse der Insta-Kamera gefunden, die da zugewiesen wurde vom Router. Und die werden wir jetzt gleich mal aufrufen und kontaktieren. Schau mal, was sich dahinter verbirgt. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten der Einrichtung dieser Online-Einrichtung. Die Einrichtung über die Smartphone-App natürlich. Oder wir können uns zur Ermittlung der IP-Adresse der Kamera auch ein extra Tool für Windows von der Insta-Webseite herunterladen, das dann die IP-Adresse unserer neuen Kamera ermittelt. Aber wie gesagt, die meisten Heimrouter, wie zum Beispiel auch die Fritzbox in meinem Fall, die zeigen euch alle aktuell mit dem Netzwerk verbundenen Geräte an. Und da die Kamera jetzt verbunden ist, konnten wir über diesen Weg auch die IP-Adresse rausfinden. Diese IP-Adresse, die rufe ich jetzt ganz einfach mal hier über die Adresszeile auf. Und dann landen wir nämlich hier tatsächlich in der Login-Oberfläche. Auf der Kamera läuft also ein Web-Interface und in der Bedienungsanleitung standen auch die Standardzugangsdaten, die lauten Admin als Benutzername und Insta als Kennwort. Damit loggen wir uns also ein und ja, sind dann jetzt hier im Ersteinrichtungsassistenten gelandet, können eine Sprache auswählen, da traue ich mich ganz einfach mal Deutsch zu wählen. Da ich Insta als deutschem Hersteller zutraue, hier hochsprachliche deutsche Texte verwendet zu haben, das ist ja nicht bei allen IP-Kamera-Herstellern der Fall, wenn ihr euch schon mal Reviews bei mir angeschaut habt. Gut, kleine Einführung, braucht man nicht unbedingt durchzulesen. Wir sollen jetzt hier zuallererst mal ein Kennwort vergeben, welches sicherer ist als die gerade verwendeten Standardzugangsdaten. Das ist jetzt zwar nicht wirklich sicher, hier bitte benutzt da in der Praxis was Sicheres. Die üblichen Passwortregeln stehen ja hier auch schon auf der rechten Seite, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und so weiter. In Schritt 2 können wir der Kamera, das finde ich sehr schön, direkt eine feste IP-Adresse zuweisen. Wenn wir gerne ein bisschen Ordnung in unserem Heimnetzwerk halten oder mehrere IP-Kameras betreiben, dann kann das hier auf jeden Fall sehr hilfreich sein, hier oben eine feste IP-Adresse zu vergeben. Und was auch schon direkt auffällt, ja, dass wir für wirklich jedes Eingabefeld hier auf der rechten Seite eine ausführliche Erklärung in unserer Landessprache angezeigt bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein riesen Pluspunkt für die etwas weniger mit ja, Netzwerktechnik und so weiter bewanderten Nutzer. Ich lasse das jetzt hier erstmal auf der voreingestellten IP-Adresse, da ich die Kamera später nach diesem Video sowieso noch komplett fertig einrichten werde. Das ist jetzt hier erstmal nur eine Demo. Wir können die Kamera natürlich auch über ein WLAN verbinden, wenn wir das möchten. Das würden wir jetzt hier an dieser Stelle auswählen, unser Kennwort hier unten eintragen und das Ganze dann testen und speichern können. Ich möchte die Kamera aber rein am Netzwerkkabel betreiben, deshalb überspringe ich auch diesen Schritt und kann der Kamera jetzt hier einen Namen vergeben. Auch das ist natürlich wieder hilfreich, wenn wir mehrere Kameras in unserem Netzwerk verwenden, dann können wir die zum Beispiel Kamera 4 nennen oder irgendwie sowas. Zeitzone ist richtig voreingestellt, deswegen bestätige ich das Ganze und kann jetzt hier noch ja mein Mobilbetriebssystem auswählen, um die App zu installieren. Da werde ich dann wahrscheinlich im Fall von Android, ja genau hier rechts, zum Play Store weitergeleitet oder im Fall von Apple oder Microsoft Geräten in die entsprechenden Hersteller-Stores, damit wir unsere Kamera natürlich auch bequem vom Mobilgerät verwenden können. Ich werde im Laufe dieses Reviews natürlich auch noch rausfinden, ob sich die Kamera auch mit Drittherstellersoftware benutzen lässt, zum Beispiel am PC mit dem altbekannten VLC-Player oder aber natürlich auch am Smartphone mit anderen Drittherstelle-Apps. Hier sehen wir jetzt unsere Dynamic DNS-Adresse, die dient dazu oder ist eine der verschiedenen Möglichkeiten von außerhalb unseres Heimnetzes auf die Kamera und die Bilder zuzugreifen. Da wird ein eigener ja, Dynamic DNS-Dienst von Insta offensichtlich zur Verfügung gestellt. Deswegen habe ich euch die entsprechende Domain auch hier ausgeblendet, damit hier keiner auf die Idee kommt, meine Kamera zu kontaktieren. Hier können wir nichts weiter machen, deshalb klicken wir auf Weiter. Und können dann hier ja einige Grundeinstellungen, zum Beispiel den Alarm aktivieren, die Alarmvideos auf der mitgelieferten SD-Karte abspeichern, Push-Benachrichtigungen an die Mobil-App senden oder natürlich auch E-Mails versenden. Dazu müssen wir dann aber später noch weitere Konfigurationen sowieso vornehmen, was die E-Mail-Zugangsdaten und sowas angeht. Deswegen lasse ich das jetzt hier erstmal. Dann, ja, schließen wir das Ganze ab, indem wir hier unten auf Beenden klicken, ganz einfach. Nochmal einloggen mit unserem gerade neu vergebenen Kennwort und... Ja, das sieht auch schon ganz gut aus, bis auf die Tatsache, dass wir offensichtlich den Flash-Player benötigen. Da stand doch was von HTML5 Web-Oberfläche auf der Verpackung. Denn ja, im Jahr 2020 ist der Flash-Player nicht mehr wirklich angebracht. Der wird wirklich immer seltener verwendet, deswegen wundert mich das hier. Ich klicke gerade mal hier auf Deaktivieren. Und sehe jetzt hier, zwar konnten wir gerade lesen, wohl nicht in der H264-Kompression, aber immerhin sehe ich ein Live-Videobild. Wir sehen sich hier einige Pflanzen im Video bewegen. Ich habe die Kamera, wie ihr sehen könnt, in der Zwischenzeit an einen anderen Ort verfrachtet. Und ja, hier unten haben wir direkt die Pan- und Tilt-Funktionen.
Also neigen und nach links zum Beispiel schwenken hier in die schöne Blumenhecke rein. Darum soll es aber erstmal gar nicht gehen. Zur Bildqualität kommen wir gleich noch. Erstmal schauen wir uns jetzt hier, ja, diese App, hätte ich fast gesagt, diese, ja, Web-App, als sowas möchte sie wahrscheinlich bezeichnet werden, wenn ich die Buttons hier auf der rechten Seite sehe. Was haben wir denn hier? Stopp. Damit kann ich, ja, das Bild anhalten, wer hätte es gedacht. Hier komme ich wahrscheinlich zur Insta-Webseite, hier kann ich einen Snapshot aufzeichnen. Und zwar, ja, okay, der wird mir hier in dem Web-Interface nur in einem Pop-Up-Fenster angezeigt, den kann ich dann auf meine Festplatte zum Beispiel abspeichern. Oder sonst wie weiterverwerten. Hier komme ich zur Insta-Cloud, auch dazu kommen wir gleich noch im Detail. Hier kann ich ein Video aufzeichnen. Die Frage ist nur, wohin genau, denn die SD-Karte, die hatte ich vorhin zwischenzeitlich rausgenommen. Kann also nur auf die SD-Karte geschrieben werden und nicht etwa hier über das Browser-Plugin, welches ja gar keins ist. Ich weiß jetzt nicht genau, worüber das läuft, ob über HTML5 oder über eine andere Web-Technik. Auf jeden Fall, ja, da kommt gerade Besuch ins Bild, das passt gut. Da können wir direkt hier auch mal das Bewegtbild testen. Auf jeden Fall Videoaufzeichnungen aus dieser Web-Oberfläche heraus hier offensichtlich nur auf die verbaute SD-Karte und nicht etwa jetzt hier auf meinen PC. Ja, die anderen Schaltflächen hier sind nicht wirklich wichtig. Ansonsten gibt es hier auch nichts mehr, außer oben links die Einstellungen und unten rechts den Button H264. Da will er dann wahrscheinlich wieder, ja genau, den Flash-Player installieren. Wundert mich eigentlich, dass er diesen H264-Stream nur mit dem Flash-Player realisieren kann. Das sollte eigentlich auch durchaus über HTML5 möglich sein, zumindest mit einem anderen Kompressionsverfahren. Weiß nicht, warum das hier nicht angewendet wird. Aber gut, wir haben zumindest trotzdem die Möglichkeit, ein Live-Bild hier zu sehen und schauen uns jetzt ganz einfach mal die Einstellungen an, würde ich sagen. Zum Beispiel fangen wir jetzt mal nicht ganz oben an, sondern da gerade jemand ins Bild gelaufen kam, ihr habt ihn ja gesehen, oder sie, ich weiß übrigens nicht, wer es ist, kommt irgendwo aus der Nachbarschaft. Deswegen schauen wir uns mal die Kategorie Alarm an. Unterbereich Aktionen. Da können wir erstmal grundlegend festlegen, was bei Alarmauslösung, also wenn da so eine Katze wie gerade zum Beispiel langgelaufen kommt, überhaupt passieren soll. Wir können den E-Mail-Versand aktivieren, den müssen wir gleich, wie gesagt, noch konfigurieren. Wir können die Länge der aufgezeichneten Alarmvideos festlegen, in mehreren Schritten hier zwischen 15 und 60 Sekunden. Die, wie gesagt, auf der SD-Karte ablegen oder aber auch per FTP hochladen lassen auf einen entfernten Server. Alternativ können wir auch Standbilder im Alarmfall auf die SD-Karte oder auch, wie gesagt, per FTP hochschieben. Die Anzahl der Bilder können wir für jede Aktion hier separat festlegen. Wir können einen Alarmton an der Kamera ausgeben, sodass die Katze auch Bescheid weiß, dass sie erwischt wurde. Die ganze Bewegungserkennung oder sagen wir besser Alarmauslösung, die kann nicht nur durch Bewegung im Bild, durch visuelle, sondern tatsächlich auch, ja, durch Audiogeräusche ausgelöst werden. Das könnten wir hier aktivieren und entsprechend noch die Sensitivität einstellen. Den Alarmausgang können wir komplett abschalten. Dabei handelt es sich ja um dieses Input-Output-Panel, um weitere Alarmgeräte, sage ich mal ganz allgemein, wie zum Beispiel Lichtanlagen, Bewegungsmelder und sowas, hinten noch mit der Kamera zu verbinden und diese anzusteuern. Hier können wir diesen Infrarotbewegungssensor PIR aktivieren, das sollten wir auch auf jeden Fall aktiviert lassen, da dadurch die Anzahl der Fehlalarme, die jetzt hier zum Beispiel durch wackelnde Blätter auftreten könnten, durchaus, ja, wie gesagt, zur Alarmauslösung führen könnten, und das sollte mit dem Infrarotbewegungsmelder oder dem Sensor nicht mehr der Fall sein, da dieser eben ja nach Körperwärme oder nach Wärmeabstrahlung generell sucht. Das haben ja die Blätter nicht wirklich. Hier können wir für die Alarmauslösung auch noch einen Bereich festlegen. Wie funktioniert das? Hier kann ich jetzt einen Alarmbereich ziehen. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass hier nur im Bereich der Tür auf Bewegung kontrolliert wird, dann würde ich das so machen. Davon kann ich bis zu 4 Bereiche festlegen. Den zweiten Bereich, den würde ich jetzt hier zum Beispiel aktivieren, der ist blau. Ne, jetzt habe ich den ersten aus Versehen wieder verzogen. Ich wollte den zweiten nehmen. Achso, den muss ich hier erst auswählen. So, jetzt kann ich den nehmen, beziehungsweise kann den neu ziehen, zum Beispiel auf das Fenster oder den Bereich vorm Fenster hier. Wenn jetzt vorm Fenster jemand langläuft, dann wird in Bereich 2 Alarm ausgelöst. Das gleiche können wir hier nochmal mit Bereich 3 und Bereich 4 machen. Mache ich jetzt aber nicht, da ich mal denke, dass ihr das Prinzip verstanden habt. Den Alarm, den können wir natürlich nicht nur 24 Stunden laufen lassen, sondern wie das bei den meisten ordentlichen IP-Kameras der Fall ist, auch mit einem Zeitplan beschränken. Zum Beispiel lassen wir den jetzt montags nur von 0 bis 7 Uhr morgens aktiv. Dann würde ich jetzt diese ganzen Felder hier rausnehmen, denn nur die gelben Felder, ja, zeigen an, dass der Alarm aktiv ist. Das gleiche am Dienstag, so könnten wir das hier jeden Tag einrichten, je nach Uhrzeiten, nach Feierabend oder nachts, je nachdem, wie ihr das braucht, wann die Kamera scharf geschaltet sein soll. Push-Meldungen an unser Smartphone bzw. an die Insta-App können wir hier einrichten. Ist noch komplett deaktiviert. Ich habe mich auch mit der Mobil-App noch nicht befasst. Das machen wir gegebenenfalls gleich noch.
würde sagen, wir schauen uns mal die Hauptkategorie Features noch an. Hier können wir jetzt nämlich die ganzen, ja, gerade genutzten Features bei Alarmauslösung zum Beispiel tiefer konfigurieren. Das müssen wir auch, wenn wir die benutzen wollen. Zum Beispiel für den E-Mail-Versand würden wir dann hier unsere Absenderdaten eintragen. Ebenso natürlich hier die Zieladresse, wo die ganzen Alarm-E-Mails überhaupt hin sollen. Aber eigentlich viel wichtiger, wie gesagt, die Absenderadresse. Da könnt ihr natürlich eine beliebige Freemail-Adresse von Gmail oder irgendwas nutzen und die entsprechenden Absenderdaten und Serverdaten, Zugangsdaten hier eintragen. Das gleiche, falls ihr Bilder oder Videos der Alarmauslösung auf einen entfernten FTP-Server übertragen wollt, dann könnt ihr diesen, die Serveradresse hier oben eintragen, die ganzen anderen Zugangsdaten darunter. Die Infrarot-Nachtsicht können wir hier festlegen, steht standardmäßig auf automatisch natürlich, heißt, passt sich der aktuellen Tages- oder Lichtsituation vielmehr an. Wir können das Ganze aber hier wahrscheinlich auch auf manuell schalten. Ja, dazu aktivieren wir hier das Häkchen und könnten jetzt zum Beispiel sagen, dass wir ab 22 Uhr bis 7 Uhr morgens hier die Infrarot-LEDs standardmäßig und dauerhaft eingeschaltet haben wollen. Das könnt ihr ja je nach Situation entscheiden, ob ihr da noch zusätzliche Nachtsichtbeleuchtung vielleicht am Start habt und die eingebaute Kamerabeleuchtung gar nicht braucht. Dann könnt ihr die dort natürlich auch komplett abstellen. Hier gibt es noch einige, ja, ziemlich ausufernde Optionen für die Schwenk- und Neigefunktion. Wir können diese Ehrenrunde um sich selbst hier, nachdem wir die Kamera mit Strom versorgt haben, zeigte ich euch ja vorhin, können wir generell ein- und ausschalten. Außerdem können wir die Kamera auf eine bestimmte gespeicherte Position schicken, wenn sie Alarm erkannt hat. Denn wir können natürlich auch verschiedene Positionen einspeichern und die auch hier als Startposition auswählen, bis zu 8 Stück. Außerdem gibt es auch noch eine separate Parkposition und erweiterte Einstellungen, wo wir zum Beispiel die Schwenk- und Neigegeschwindigkeit einstellen können. Also wirklich sehr detailliert, was man hier machen kann. Das bieten die meisten heutigen, zumindest günstigen IP-Kameras aus Fernost, sage ich mal, nicht. Das sticht hier schon mal sehr heraus von Insta, die ganze Konfigurationsmöglichkeit. Falls uns die Status-LED stört oder die zu auffällig ist, denn das ist sie wirklich in der Dunkelheit, dann können wir die auch hier komplett ausschalten, sowohl die WLAN als auch die sehr helle und rote Power-LED. Und ja, ansonsten gibt es hier in der Kategorie Features nicht mehr wirklich was Interessantes. In der Kategorie Netzwerk können wir natürlich wieder hier die IP-Adresse festlegen. Das konnten wir ja gerade schon im Ersteinrichtungsassistenten. Außerdem den WLAN-Zugang und auch den Fernzugriff, wie gesagt, über diesen Dynamic DNS Service, den eingebauten von Insta. ONVIF wird auch unterstützt. Das ist schön, zum Beispiel ja, für Benutzer von externen Videolösungen, von Daueraufzeichnungsgeräten oder auch einfach von Drittherstellersoftware, wie ich das vorhin schon erwähnte. Da können wir dann nämlich oft über dieses ONVIF-Protokoll, hier oben steht es ja schon beschrieben, den Kamerastream empfangen, in dem Fall auf Port 8080. Das wird uns später bestimmt noch hilfreich sein, wenn wir die Kamera unter anderem im VLC-Player empfangen wollen. Können wir hier die Videoauflösung festlegen zwischen 160p, was wirklich antik ist, aber vielleicht für ganz langsame und antike Netzwerksituationen notwendig sein kann, und natürlich zwischen 1080p Full HD. Und hier sehe ich jetzt tatsächlich auch, dass wir das Video-Plugin für die H264-Übertragung auswählen können. Allerdings, ja, ist die Alternative hier auch nicht wirklich besser, nämlich ist das QuickTime. Also H264 scheint tatsächlich nur, ja, da es natürlich auch ein geschlossenes Videokompressionsverfahren ist, sage ich mal, ein patentiertes oder wie auch immer man das nennt, ist das nicht offen verfügbar in zum Beispiel Standards wie HTML5. Dafür wird dann hier dieser MJPEG-Standard verwendet. Scheint auf jeden Fall immer noch in 1080p Full HD Auflösung anzukommen, auch wenn die Videokompression an sich vielleicht nicht ganz so vorteilhaft ist wie mit H264. Aber wie gesagt, das ist ein proprietäres Format und kann offensichtlich tatsächlich nur mit dem Flash- oder QuickTime-Player angezeigt werden. Beides kommt für mich nicht in Frage, deswegen bleibe ich hier bei der MJPEG-Live-Ansicht. Was haben wir bei Bildeinstellungen? Wahrscheinlich Helligkeit, Kontrast und sowas. Ja, ganz genau. Ein paar Farbkorrekturen kann man da vornehmen. Außerdem können wir hier oben links irgendwas, ja, ins Bild schreiben. Kamera 04, da steht der Kameraname jetzt ganz einfach. Ihr seht es ja hier oben links im Bild. Privatsphäre, da können wir wahrscheinlich Bereiche schwärzen, zum Beispiel den Schwärzungsbereich 1, den könnte ich jetzt hier auf dem rechten Fenster ziehen. Wenn ich das Ganze jetzt übernehme,
dann sollten wir in der Live-Ansicht gleich genau diesen Bereich ausgeschwärzt sehen. Wenn wir zum Beispiel öffentliche Bereiche mit drauf haben auf dem Kamerabild oder andere Grundstücke, die nicht uns gehören, die wir aus rechtlichen Gründen nicht mitfilmen dürfen. Wir können natürlich auch zusätzliche Benutzer anlegen, zum Beispiel einen normalen User. Den würde ich auf jeden Fall aktivieren, wenn ihr ja Zugriff auf die Kamera gestatten wollt aus eurem Netzwerk, damit nicht jeder mit dem Admin-Konto angemeldet sein muss, mit dem man ja immerhin auch auf die Vollkonfiguration, in der wir uns hier gerade befinden, zugreifen kann. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall noch ein User-Konto anlegen mit anderem Kennwort, wo ihr dann eure ganzen Netzwerkgeräte, Mitbewohner oder wen auch immer drüber mit dem Live-Kamera-Bild verbindet. Firmware-Update sollten wir uns vielleicht noch anschauen, denn ja, es gibt tatsächlich eine neue Version. Das werde ich gleich direkt mal durchführen, sollte aber auf jeden Fall auch automatisch im Hintergrund in regelmäßigen Abständen erledigt werden. Da würde ich mich sehr wundern bei dieser umfangreichen und bedachten Ausstattung hier, wenn das nicht so wäre. Ja, das war ein ziemlich langes Video, deshalb will ich jetzt mal so langsam zum Fazit kommen. Wie ihr ja gesehen habt, bietet die Kamera sehr umfangreiche und vor allen Dingen auch umfangreich dokumentierte Einstellungsmöglichkeiten. Alles tut soweit seinen Dienst, auch die Mobil-App für Android ist durchaus brauchbar, die blende ich euch mal gerade hier ein und deckt die wichtigsten Funktionen für Live-Ansicht und Aufnahmen ab. Wirkliche Kritik kann ich an diesem Kameramodell von Insta auch nicht üben. Auch ihre Kernaufgabe, sprich ein Video in ordentlicher Bildqualität zu übertragen, erledigt die Kamera sehr zufriedenstellend. Ein weiterer großer Pluspunkt für mich ist, dass offene Videoformate bzw. Übertragungsformate wie zum Beispiel das vorhin angesprochene ONVIF benutzt werden und man die Kamera somit auch in Drittherstellersoftware wie zum Beispiel dem VLC-Player empfangen und aufzeichnen kann. Natürlich auch mit vielen anderen IP-Kamera-Programmen und Apps für diverse Geräte und Betriebssysteme. Auch schön finde ich, dass generell erstmal ein Web-Interface dabei ist, so eine browserbasierte Konfiguration, die man schön von jedem PC aus erreichen kann. Das ist ja tatsächlich, wie ich das schon ansprach, heutzutage selten geworden, gerade bei den günstigeren IP-Cams. Das gefällt mir auch sehr gut und dazu ist dieses Webinterface auch noch, wie gesagt, sehr gut und ausführlich beschrieben und dokumentiert, sodass sich hier eigentlich jeder zurechtfinden können sollte. Mehr kann ich euch zu dem Teil eigentlich nicht erzählen. Klare Empfehlung geht von mir raus. Vor allem bekommt man ja hier auch noch als kleines Extra eine, ich glaube 16 GB waren es, eine Micro-SD-Karte mitgeliefert und wie schon mehrfach gesagt, aber ich betone es trotzdem nochmal, einen wirklich sehr ausführlichen deutschsprachigen Support. Ich danke euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, wenn ihr euch das ganze Video gegeben habt. Ansonsten danke ich euch natürlich auch, dass ihr überhaupt hier gewesen seid. Ich wünsche euch jetzt alles Gute. Schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, lasst ein kostenloses Abo für weitere IP-Kamera-Reviews und natürlich auch viele andere Videos da. Das motiviert mich weiterzumachen. Instagram und das ganze Gedöns gibt es natürlich auch. Schaut da gerne rein für einen etwas privateren Einblick vom Yogi. Und damit schließe ich das Ganze jetzt wirklich ab, bevor es die 30 Minuten knackt. Das wäre nämlich mal wieder Rekord. Das muss jetzt nicht sein. Also wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder was auch immer ihr gerade so treibt. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.